Hier bitte billigen Spruch einfügen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein weiteres Let's Play von einer kleinen, aber feinen Adventure Map namens Glass of Stacke Kurs und das Klavier, das haben da mir aber auch Tasten drauf. Oh Gott, jetzt wird's aber laut. Nee, aber hier hat sich gerade mal wieder mein Genius gezeigt, wo ich in die Leere gesprungen bin. In die gähnende Leere, ins Vakuum. Ich wurde da eingezogen. In den Militärdienst. Oh, ich laber auch schon wieder Bullshit. Bullshit! Wie soll ich denn überhaupt bei dem Baum da raufkommen? Und dann noch da die Megasprünge und dann da rein. Das ist, ich glaube, für einen Günther ist das logisch und möglich. Aber für einen Günther ist es auch logisch und möglich, zwei Sätze hintereinander ohne Fehler auszusprechen. Ach komm. Minecraft, sei doch nicht so. So eine Zicke. Oder so eine Zecke. Ich war gerade schon wieder kurz davor, ins Leere zu springen. Ich sollte mich hüten. Ja, ja, nein! Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich diesen Baum... Ach ja, ich kann das hier auch mal vorlesen. You have sealed your fate. Also, ne, sealed im Sinne von Seal, also Robbe. Und fate im Sinne von Fett. Natürlich. Ist eigentlich nur Rechtschreibfehler. So. Ich schaff... Oh Gott, was ist das denn hier? Bommel dir gleich auch mal gleich an deinem Bommel hier, ne? Ist das auch die Fresse, Junge? Und so hoch. Ach, Mann. Wenigstens ist die Musik ein bisschen entspannter. Während ich hier total verkrampft hier vorsitze. Versuche das zu schaffen. Ne, meine Finger, die sind so nicht nach innen gebeugt, die sind so nach außen gebogen. Ah, das ist aber auch... Ah. Also es aussieht, als ob, ne, normalerweise, wenn man in der Hand, beziehungsweise die Finger so, ne, bewegt, dann bewegen die sich immer zur Handinnenfläche. Aber bei mir ist es eben halt andersrum. Bei mir kommt das zur Handaußenfläche hin. Und dementsprechend sieht das halt auch aus, sodass der Fingernagel so an das Äußere der Hand kommt. Und wieso gestikuliere ich dabei so ein bisschen? Ich weiß es nicht. Vielleicht... Oh, lol! Vielleicht, weil ich denke, dass ihr das dann sehen könnt. So, ich merke schon, ich habe langsam wieder das Stadium der Wut erreicht. Mist. Aber ich will jetzt hier als nicht allzu sehr rumragen. In meiner Rage. Nicht noch so ein Sprung. Komm. Wer denkt sich denn sowas aus? Also bitte. Oh! Oh. Seht ihr, die unterschiedliche Betonung macht's? Einmal oh und einmal oh. Gut, aber wenn jetzt jemand in den Kommentaren schreibt, hey, du bist ja voll scheiße, dann ist es, glaube ich, egal, wie man das betont. Es kommt immer was Negatives raus. So. Entschuldigt für den... Ja. Ja. Kaum will man sich entschuldigen, kommt schon der nächste raus. Also, ne, keine Entschuldigung hier für den Huster. Aber ich will ja auch nicht jemand sein, der sich für alles... alle möglichen... Kleinigkeiten! Hier entschuldigt. So will ich auch nicht enden. Außerdem mag ich das immer nicht so, wenn die Leute sich da immer so... Ja, nicht rechtfertigen und so ein Quatsch. Also ich meine jetzt hier so auf YouTube bezogen. So. Das macht ja auch zum Beispiel der Concrafter sehr gerne. Aua. Ich will es ja aber auch nicht von anderen YouTuber reden, weil ich das auch nicht so sehr mag, wenn YouTuber in ihren Videos über andere YouTuber reden. Oder lästern. Wie auch immer. Ich hab's geschafft. Ja! Ein bisschen Konzentration klappt das aber. Nein, 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 nein.
Ja. Die haben übrigens auch eine schöne Ausblick. Weil der Ausblick auch so weiblich ist. Naja, also der Ausblick, na, und weiblich, na. Ich glaube, alle Männer wissen, was ich meine. So, vor allen Dingen im Sommer. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, nicht so das beste Thema für ein Let's Play. Aber es wäre auf jeden Fall das geilste Thema. Fuck this shit. Boah, wie diese Map einfach scheiße ist, ne? Hier muss man Leiter rauf und dann hier auf diesen scheiß Baum rauf. Das scheiß. Alter! Und dieser scheiß Baum, ne? Immer diese scheiß Leitern. Ich hasse diese Leitern. Komm, wieso müssen die einbauen? Jetzt mal ehrlich. Hätte nicht wenigstens noch immer nicht eine Leiter einfach von hier unten bis nach oben ziehen können? Das wäre doch viel einfacher. Und diese ganzen Stöpsel, die da dann so raushängen. Diese ganzen Pickel im Gesicht des Baumes, die kann man doch einfach mal wegnehmen und daraus Leitern basteln, ey. Meine Fresse. Ey, komm. Ich schreck mich jetzt nicht auf. Ich krieg doch hohen Blutdruck. Ja, komm. Oh! Ey, boah. Alter. Ne. Ich bin zwar normalerweise nicht so eine Person, die ganz so rumraged, aber. Ne. Da, schon wieder. Ich springe in die Leiter und dann verkacke ich da. Oh, jetzt geht's. Komm, jetzt kommt dir der Meister an. Ich bash hier den Baum weg. Ich fäll den gleich. Oh, jetzt aber. Boah, das war auch schon wieder knapp. Ey, dieser scheiß Mistbaum, ne? Komm. So. Ey, der soll ja mal woanders wichsen gehen. Komm, hat der keine Hobbys oder so? Scheiß Opferbaum hier. Dieser scheiß Opferbaum hier. Alter. Komm. Ich soll ja mal einen anderen Baum ficken und dann soll er mich da vorbeilassen. Alter. Boah, ich bin halt wirklich ein bisschen angepisst. Komm, jetzt geht's aber. Alter. Dieser scheiß Baum hier. Alter, fick dich weg, Baum. Fick dich weg. Komm. Alter, das ist vor allem immer das gleiche, immer der gleiche Mist hier mit den Leitern. Komm. Das ist immer der gleiche Mist hier mit meinen Let's Plays, dass ich hier ständig verkacke. Lange mal noch mit. Solange man noch Witze rüberziehen kann, ist noch lustig. Geht doch. Komm, geht doch. Ey! Alter! Hör mal auf, Baum. Komm. Wir können das ja alles auch diplomatisch lösen. So, Zug hier. Okay. So. Okay, hoch. So, jetzt gerade klappt es gut und ich glaube, jetzt habe ich mein Schicksal besiegelt, weil ich das gesagt habe gerade, dass es gut klappt hier. Jetzt fühle ich mich schon so unsicher. Ja, komm. Funktioniert, ich bin der King. Der King lebt. Oh Gott.
Alter, fick dich, Baum, fick dich weg, du Homo-Fürst. Ey, du scheißer fickter Jude. Alter! Jetzt mal aufhören. Alter! Ich will hochspringen, nicht runter. Komm, dich Baum. Muss ich jetzt ja auch nicht ein. Ja. Bam, bam. Oh la la. Nee, das sehe ich jetzt ja auch wirklich nicht ein. Das ist, nee, nee. Spring ich dann auch in dieses scheiß Ding hier rein. Weil auch noch so beschissene Strömung ist. So. Oh, where am I? Wait. You saved me, thanks. Congratulations, you have completed stage 5. Ja, komm, ich nehme mir jetzt die Diamanten. Die Diamanten da auch raus, komm, zack, raus, auf nach Stage 6, die ist hoffentlich ein bisschen besser als die hier. Komm, zack, Zeppelin weg. Ja, brenn, du Scheißbaum. Stirb, Baum. So. Nee, nee. So, auf nach Stage 6. Da, Stage 6. Alter, heilige Scheiße, Mann. So, Stage 6. Light Mechanism. Difficult Hearts. Make sure your version is 1.2. Ja, es ist Checkpoint Hall. Hier brennt das Licht allo. Alles klar, ich glaube, Checkpoint Dingsbums brauche ich nicht. So, Stage 6, Level 1. Let's test your timing. Ach, komm schon. Scheiße, das ist doch viel zu schnell, ey. Ah. Kann ich nicht direkt auf den hinteren springen? Nee, das geht nicht. Ey, wie soll das gehen? Jetzt. Nee, 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 das war nichts. Komm. Okay, diesmal habe ich rumgenügt. Das habe ich gesehen. Nein! Oh, nee, das war sowieso schon zu spät. Nein! Was? Komm. Nee, das war zu spät. So, mal gerade auf die Uhr gucken. Ja, ich sehe, ich habe noch eine Minute. Oh. Die Pistons nerven auch übrigens kein Stück. Wollte ich nur mal so sagen. Nee. Okay, diesmal gebe ich zu, das liegt nicht an der Map, weil die so scheiße ist, dass ich hier gerade verkacke. Das liegt wirklich gerade daran, dass ich kein Skill habe. So wie Skillex. Komm. Nee, komm, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Komm, jetzt reicht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft Dungeon Map. Haut rein!